Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute haben wir mal ein kleines Überraschungspaket, nämlich von Panini direkt die Kids Crate 2022 Series 6. Was ist da drin? Also ein Hobby Blaster von WWE, Fat Packs, Prestige Football, Chronicles Football, Serial Box und Hanger Pack Prison Basketball. Also eine schöne Überraschungsbox. Was haben wir hier noch? Also da sind ja die berühmten Tiger and Elephant Prisms und da haben wir noch die Sunburst Parallels. Orange Parallels, nochmal Orange Parallels Ice Prisms. Okay, wir schauen rein in das gute Stück. Als Freunde für Details, hier der Rated Rookie Aufkleber. Das Logo noch von Panini, Who Do You Collect. Und dann ist hier noch ein Bein da drin. Das finde ich hier gar nicht schlecht. Neutral gehalten für alles. Und dann sind hier die Sachen drin. Haben sie echt gut gemacht. Prism. Und der Aufkleber ist natürlich richtig cool. Rated Rookie. Dann haben wir noch ein Wristband. Und hier die ganzen Packs, die wir vorgelesen haben. Und hier noch Rated Rookie. Hier nochmal die ganzen Boxen, also wir haben eine Chronicles Football aus 2021, aber ja noch Mac Jones Rookie. Dann haben wir hier das Hanger Pack von Prism für Basketball. Dann haben wir diesen Select Blaster für Wrestling und dann haben wir noch zweimal Prestige 2022 mit T-Law. Würden wir auch gerne ziehen, also fangen wir mal an. Also hier gehen wir mit 30 Karten rein. Alles doppelt verpackt, positiv. Okay, wir haben Jalen Johnson, Kyle Pitts, okay, schon mal gut. Deshaun Watson auch gut. Justin Tucker, ein bisschen drehen. Cole Kmet, James Conner. David Njoku, Cardinals, Zach Ertz. AJ Dillon, Van Jefferson, Andrew Johnson, Howie Long, Laviska Shenault Jr., Chris Carson, Hawks, Marshawn Lattimore, Fred Warner, Corey Davis, AJ Brown, Donovan McNabb, Jacob Myers, Tyler Linderbaum, Jahan Dotson. So, jetzt kommen wir zu den Rookies. Daxton Hill, Bengals. Trevor Penning. Oh, die sieht gut aus. Und das ist Tyrone Smith. Extra Points. Die sind wahrscheinlich nicht nummeriert. Dann haben wir Jerome Ford. Was haben wir hier? Cooper Kupp. Oho. Highlight Reel. Dann haben wir noch einen von den Rams. Jalen Ramsey. Dann haben wir Stamped Joe Burrow. Das wiederum ist sehr positiv. Nimmt man mit. Und dann kommt noch hier Prestige. Das ist aber hier eine Oldschool-Karte. Living Legends. Mark Ripien. Na, der sagt mir sogar was. Als nächstes das Hanger Pack von Mini Prism. Auch ein schönes Ding. Also, man muss ja echt sagen, man bekommt viele, viele Karten für das Geld. Also, das war jetzt nicht so teuer, das habe ich mal nur so als Test mitgenommen. Das ist eine schöne Geschichte. Trae Young, Derrick Rose, Precious für die Raptors, Devin Wessel, Cameron Johnson, dann noch bei Phoenix. Marcus Howard, Emma Fournier, Boston Trikot, Knicks Team, Kate Cunningham, sehr gut, Paul Pierce, The Truth, sehr schön, Isaiah Todd, KG, immer gut, Kuminga, Rookie, Emergent, sieht gut aus, oh, Instant Impact, Josh Giddey, schönes Ding.
die sieht ja auch nicht schlecht aus. Moses Moody. Ist er noch geblieben bei den Warriors? Und wen haben wir hier? Dayron Sharpie. Nicht nummeriert, aber ein Green. Oh, T-Mac. Und jetzt kommen die ganzen. Jetzt kommen die ganzen Orange Lasers, oder wie hießen die? Orange Ice Prisms. Ah, jetzt wollen wir mal gucken. Kein Rookie. Who's that? Isaac Okoro. Okay, knapp am Rookie vorbei. Clippers auf jeden Fall schon mal gelesen. Auch kein Rookie. Nicola Bantum. Dann auch kein Rookie, aber immerhin Jordan Clarkson. Okay. Kann man mitnehmen. Haben wir zum Abschied noch einen Rookie? Nein, haben wir nicht. Und das ist Hassan Whiteside. Okay, war ein bisschen schwächeres Pack. Auch hier sind Orange Parallels drin. Hilfe. Okay, aber da starten wir noch mit einer guten Karte. Mit Lamar Jackson. Daniel Jones. Nick Chubb. OT-Lord Jaguars. Gezeichnet. Nimmt man mit. Dann haben wir Carter Michael, Rookie. Dann haben wir noch Devontae Smith. Der ist gut. Eagles. Schöne Karte auch. Jamar Chase. Also, ist so ein düster Black, oder? Rondell Moore, auch Rookie. Das ist doch, wenn mich alles täuscht, eine Acetat. Und nochmal Jamar Chase. Clear Vision, ja, die ist ja richtig cool, die Karte. Oh, und dann noch ein Mac Jones. Auch Acetat. Okay, also dafür gönnt dieses Pack aber unnormal. Nochmal Jalen Hurts, auch richtig gut. Eagles. Sei nicht Rookie. Oh, und die ist sogar nummeriert. Jalen Hurts zu 125. Nice. Also das ist ja ein Wahnsinnspack. Nick Chubb. Nochmal Eli Mitchell und zum Abschied T-Law und sein Vereinskollege Travis Etienne. So, nächstes der WWE Blaster und da sind die Flash Prisons drin. Also Dolph Ziggler, ja, Select sieht gut aus, Cedric Alexander, Joaquin Wild und da kommen wir doch zu dem Flash Prism Nummer 1. Das ist Omos. So, Rick Box, der Gitarrenspieler. Haaland, nicht zu verwechseln. Von Wagner. Und, oh, das ist eine gute. Das ist doch die Tochter von Ric Flair. Charlotte Flair. Aber da haben wir doch kürzlich von LeBron eine ähnliche Karte gezogen. Also die ist richtig gut. Nimmt mal mit. Nikki Ash. Maiko Satomura. Ah, Hulk Hogan. Base, aber auch gut. Und da ist er doch nochmal. Charlotte Flair in nochmal einem Flash Orange Prism. Es geht weiter mit Rob Van Dam, Sheamus, Seth Freakin' Rollins, hat sich's Freakin' selber gegeben, und Gunther. Ich kenne nur Herman the German. Ciampa, Mike Foley, das sieht ja auch hart aus. Jordan Devlin. Und da haben wir nochmal ein schönes Parallel. Und das ist JC Chain. Was ja ganz interessant ist, Bianca Belair und Edge haben wir ja aus unserem Immaculate, aus der Immaculate Box rausgezogen. Und hier sind sie auf dem Pack drauf. Wenn das nicht mal ein Zeichen ist. Hier, das Pack ging fast gar nicht auf, das heißt, da muss ein Dicker drin sein. Shelton Benjamin, Bruno
San Martino, ganz oldschooler. Becky Lynch und eine Orange Flash Prison. Und wir haben Rikishi. Sieht hart aus. Kenne ich nicht den Brie, aber wird sicherlich gut sein. Let's das Päckchen, ein größeres Päckchen, Football, Jovante Williams, Brian Burns, DeAndre Hopkins, T. Higgs, Cowboys, Mykay Parsons, Chuba Hubbard, Amon-Ra St. Brown, ja, ägyptischer Gott, kann man auch mal machen, Tyler Higbee, Jonathan Taylor, Miles Gaskin, Miles Jack, Harrison Smith, Mike Williams, Jets, Williams, Von Miller, Najee Harris, okay, war mal ein guter Rookie, Hunter Henry, DeAndre Dix, Kenny Golladay. Oh, na dann hat sich ja aber alles gelohnt. Von den Tampa Bay Buccaneers. Und da ziehen wir noch einen Otto raus aus so einer Hängerbox. Russell Cage von den Bucks. Danke, Panini. Willis Jones, Justin Ross. Traylon Burks, Joaquin Brisker. Tyson Campbell. Oh, und da ziehen wir noch den Kollegen raus, Tom Brady. Sehr cool. Aaron Donald, Ravens, Prestigious, Adams, Legends, Drew Brees, wirklich eine Legend, hat er uns gewonnen. Und dann haben wir hier noch Kids Reporter. Fazit, die Box hat sich echt gelohnt, schönes Ding, hier nochmal die Hits im Schnelldurchlauf, Kate Cunningham Rookie, schöne Instant Impact von Giddy, Moody, Horizontal, dann Green Parallel, Daron Sharpie, dann, die ist echt eine gute Karte, die Charlotte Flair, das sieht auch gut aus, nochmal Charlotte Flair, dann Rikishi, keine Ahnung, sieht aber gut aus, dann Jamar Chase, Prism Rookie, Mac Jones, Playoff Momentum, Acetat, geile Karte, Jamar Chase, auch nochmal Acetat, nochmal Tom Brady, Parallel, Extra Points, schönes Ding, dann Jalen Hurts, nummeriert zu 125, 84 zu 125, richtig gut. Und dann haben wir noch ein Autogramm rausgezogen, auch Extra Points, auch nummeriert, fällt mir jetzt erst auf, zu 199. Russell Cage mit der 14, hat er gut gemacht. Also, dann gerne ein Abo und ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.